Hallo zusammen, zu einem weiteren Mal mit mir. Mit neuem Pinsel, weil ich glaube, mein Kater hat mir mal geklaut. Ja, ich hatte ja letztens hier diese eine Facebook-Gruppe erwähnt, mit den Perlsticken. Und habe mich jetzt dazu entschlossen, da ein Bild zu kaufen. Beziehungsweise es ist schon gekauft, es ist auf dem Weg. Zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich werde das Kit, was ich jetzt hier habe von China, mal auf Eis legen. Denn ich habe es jetzt nochmal probiert. Mir sind dabei 4 Nadeln abgebrochen. Die Ösen oder Öhre oder was auch immer. Da wo der Faden durchgeht, ich nehme zwar eine Einfädelhilfe, nur sollte die nicht so stark sein, dass sie das Öhr auseinanderreißt. Und zwar halt diese komischen blauen Dinger mit der Metallschlaufe da. Und mir hat es jetzt schon insgesamt, ich glaube, 6 oder 7 Nadeln zerfetzt. Das heißt, ich bin bald an dem Punkt, wo ich mir Nadeln nachkaufen muss. Und da habe ich mir dann gesagt, nö, das lässt dir jetzt erstmal das Bild. Wenn, dann kommt jetzt halt für die Videos eben das neue Bild, sag ich mal, das neue Motiv. Ja gut, das wird noch ein bisschen dauern, bis es ankommt. Nur ich habe dann auch ehrlich gesagt keine Lust, hier zu sitzen und mich die ganze Zeit über dieses Motiv oder die Perlen oder sonst was zu ärgern. Da möchte ich dann ganz gerne ein Bild machen, was flüssiger geht. Ich habe mir zwar jetzt eine Überlegung gemacht mit dem Beschriften und eben da bei dem Test sind mir dann diese Nadeln kaputt gegangen. Beschriften knappt, Beschriften ist top, aber das Sticken geht nicht. Also irgendwas ist immer. Und wie gesagt, gibt es jetzt von Nadias Perlen-Dings. Sie hat ihre Facebook-Gruppe jetzt ja auch umbenannt. Der neue Name ist ja in dem Video drin gewesen. Ich habe da insgesamt 8 Bilder gefunden, die mir gefallen haben. Und 3 haben es in die engere Auswahl geschafft. Und eines davon habe ich mich jetzt, also für eines davon habe ich mich entschieden. Habe mich auch sehr, sehr dumm angestellt, absichtlich. Mit Fragen und so weiter. Also, ich glaube, sie ist eine der nettesten, höflichsten und geduldigsten Personen im Internet momentan. Das ist unfassbar. Jede Frage ganz geduldig beantwortet, ohne in irgendeiner Art und Weise ausfallen zu werden. Auch das ist heutzutage eine Seltenheit, dass man dann nicht gleich angeschnauzt wird, weil da irgendwie irgendwas nicht weißt oder so. Ganz geduldig gefragt. Sie hat mir dann, also wir haben den Kauf über eine PN abgewickelt. Das heißt, über Facebook Messenger dann privat Nachrichten geschrieben. Sie hat mir ihre Bankdaten gegeben. Ich habe eine Online-Überweisung gemacht über Online-Banking. Und das ist eine Sache, die ich mache. Ich weiß jetzt nicht, ob man das machen muss. Habe halt dann ein Foto geschickt, dass die Überweisung durch ist. Und da hat sie dann geschrieben, sie packt schon mal alles zusammen. Ja, und jetzt warte ich halt nur noch darauf, dass das Paket auf den Weg geschickt wird. Ja, bin auf alle Fälle echt gespannt, wie es wird. Mehrere Infos dazu gibt es halt dann, wenn das Bild da ist. Wie gesagt, ich mache da dann ein
Unboxing dazu. Möchte ich schon ganz gerne. Nur das jetzt mal zu dem Perlensticken. Denn ich habe es jetzt dann auch einfach beim Bearbeiten der Videos immer wieder gemerkt, dass ich, naja, nicht unbedingt glücklich klang, wenn ich das gemacht habe. Und ich möchte halt schon auch, dass das Motiv selbst dann so weit Freude macht, dass man das auch hört. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, ich bin irgendwie mehr am Schimpfen über das Bild und sonst was, als dass ich was Gutes sage. Und das möchte ich halt natürlich auch nicht. Daher gibt es halt da jetzt ein neues, schweren Herzens einerseits. Habe ich mich dazu entschlossen, dann halt doch noch eins zu holen. Aber an sich finde ich Perlensticken halt schon schön. Und ich möchte es halt auch irgendwo genießen und dem Hobby gerne noch eine Chance geben. Denn ich glaube, dass einige Leute von euch dem ein oder anderen Hobby ebenfalls noch eine Chance gegeben haben. Und das möchte ich zumindest beim Perlensticken machen. Und wie gesagt, ich bin durch Catherine's Diamonds auf diese Facebook-Gruppe gekommen. Und ich glaube, ich habe ein paar Leute mit Perlensticken angesteckt. Und dann möchte ich zumindest halt dann selbst auch eine Freude mit dem Hobby haben. Und vielleicht auch wirklich eine gute Gruppe finden. Ich hatte halt einen guten Händler, sagen wir so. Denn ich bin in China momentan, glaube ich, auch auf dieser da können wir schlechte Produkte verkaufen Liste. Das ist furchtbar. Dann habe ich mir nämlich auch was aus China geholt. Das gibt es aber dann in dem Kleb mit mir. Ich muss mir die Geschichten aufheben. Nur da bin ich jetzt auch seit ein paar Tagen mit dem Händler am Klären. Und die Geschichte dazu, die kommt dann halt, wenn es soweit ist. Da möchte ich dann nämlich ganz gerne eine abschließende Story haben, damit ich euch den entweder empfehlen kann oder nicht. Denn vom jetzigen Standpunkt absolutes Nein. Und da warte ich jetzt ganz einfach auf eine Lösung. Zumindest erstmal eine schriftliche. Denn ich bin kurz davor, dass ich einen Streitfall eröffne. Nur wie gesagt, mehr Infos gibt es dann in einem Clip mit mir. Und wir gucken mal. Lassen uns überraschen. Vor allem ich mich. Und jetzt habe ich noch eine Frage an euch. Ich meine, ich höre immer wieder unter diversen Videos. Und der eine ist am Sticken, der andere ist das Mal nach Zahlen, ein anderer ist Diamond Painting und so weiter und so weiter. Was sind eure Lieblingshobbys, eure Top 3 oder Top 5 oder nur ein Hobby, je nachdem? Also es geht ja nicht darum, wer hat die meisten Hobbys, sondern welches Hobby, welche Freizeitbeschäftigung gefällt euch am meisten? Was macht ihr am allerliebsten? Egal, ob ihr jetzt meine Videos guckt, ob ihr von anderen die Videos guckt, ob ihr Fernsehen guckt nebenbei, Radio hört, Hörbücher etc. Furz egal. Eure Hobby-Rangliste. Bei mir ist es Diamond Painting, ganz klar, Nummer 1. Dann danach kommt Stricken und nach dem Stricken würde ich Kreuzstich ansetzen. Dann danach Mal nach Zahlen, danach Perlensticken und dann, weiß ich nicht,
schwer zu sagen. Ich habe zwar viel probiert, aber so wirklich machen tue ich halt nichts mehr großartig von den Sachen, die ich in meiner Jugend, lange ist her, probiert habe. Ja, also Diamond Painting, Stricken, Kreuzstich und mal nach Zahlen. Das ist so meine momentane Liste. Es kann durchaus sein, dass es sich ändert. Und ja, wie gesagt, ihr habt ja die Bilder gesehen letztens. Ich brauche Internetverbot. Aber ja. Es würde mich halt mal interessieren, denn die meisten, die mir zugucken, mögen Diamond Painting, aber unter diversen anderen Videos wie Sticken hat man dann auch Kommentare, wie ich mache das seit 30, 40, 50 Jahren, wo ich mir denke, wow, dann hast du dein Lebenshobby, sage ich mal, gefunden. Und ich glaube, durch Diamond Painting habe ich meins gefunden. Das ist, vermute ich mal, ebenfalls etwas, was ich mehrere Jahre machen könnte. Ich kann es mir zumindest gut vorstellen, denn Motive werden definitiv nie ausgehen. Naja. Kreuzstich. Also für Videos werde ich definitiv bei bedruckten Kreuzstichbildern bleiben. Egal, was mir da vorgeschlagen wird. Für Stoffe, für Detailgenauigkeit und so weiter. Vorgedruckt ist einfach angenehmer. Es ist nicht so anstrengend, es ist nicht so fordernd, was die Konzentration angeht. Denn, ja, nebenbei noch zählen, ich habe ja mein selbst gepixeltes Diamond Painting auch dann für mich weitergemacht. Das funktioniert nicht. Ich glaube allerdings durchaus, dass diese Bilder, die gezählten Kreuzstiche, ja, grundsätzlich schöner sind, weil es was Eigenes ist, sage ich mal. Du hast halt keinen Druck auf deinem Stoff. Vielleicht höchstens mit ein bisschen Glück ein 10er-Raster, aber das war's. Ich habe auch gezählte Kreuzstiche gemacht, ganz, ganz, ganz früher. Also so ist es nicht. Ich kenne mich da auch so ein bisschen aus. Es ist halt nur ewig her. Nur eben diese kleinen Motive, die man eben auf Tischdecken macht und sowas. Das ist zum Beispiel ja auch gezählter Kreuzstich. Sowas habe ich gerne mal gemacht. Und man ist dann doch schon etwas stolzer darauf, behaupte ich mal. Aber gut, eigentlich kannst du dir auf alles stolz sein, was du selber machst. Und sei es nur ein Teilbild in 15x15. Na gut. Wie gesagt, eure Hobbys schreibt sie mir unten. Bitte in die Kommentare, was euch so begeistert. Gucken wir mal, was so die nächsten Videos bringen. Denn ich habe ein bisschen rumprobiert hier und da mit diversen Sachen. Ich warte, wie gesagt, auf den Händler, was der da sagt. Und ja, bin ich durchaus neugierig. Meine Bilder hier, die sind auch ein bisschen gewachsen. Ich habe etwas weiter gemalt noch.
dazu für Milch. Also am größten ist das ja gewachsen irgendwie. Finde ich. Nur ist irgendwie das Knoblauchbild. Das ja, Videobild. Und ich habe festgestellt, bei einem anderen Motiv hier, die 8 ist ein Träumchen. Die ist hier. So. Ich habe jetzt hier zwar relativ viel auf dem Pinsel, trotzdem sieht man schon, wie gut die deckt. Ne? Und ich glaube, ich werde mir dann eben auch für die Videos diese extrem gut deckenden Farben aufheben. Es ist super nervig, wenn man 3, 4, 5 Mal über die Farbe drüber fahren muss und drüber malen muss, damit es auch nur ein bisschen deckt. Und das ist bei der hier überhaupt nicht der Fall. Da macht das nämlich im Video auch mehr Spaß. Na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.